Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Windstorm Update Gameplay. Und ja, unser kleines Dorf. Erstmal muss ich mich entschuldigen. Gestern und vorgestern habe ich es einfach nicht geschafft, eine neue Folge zu drehen und hochzuladen. Das war ein bisschen schlechtes Timing von mir, ich weiß, aber tut mir leid, sorry. Ich bemühe mich so wieder ein bisschen Vorsprung zu kriegen, damit ich immer so ein paar Tage puffern kann, wenn wirklich was dazwischen kommt. Ja, mittlerweile, das sehen wir jetzt. Pona has burned while delivering fuel to torch. Also die Verletzungen nehmen jetzt zu. Das heißt, wir müssen uns als nächstes, denke ich mal, um unsere Medizin kümmern, um die Medizin. Das ist wichtig. Und ich denke, wir können darauf warten, dass irgendeine Infektion reinrauscht. Und das ist dann böse, wenn wir gar nichts haben. Ne? So, die sammeln jetzt schon mal Heu. Das brauchen wir. Und wir haben auch noch, denke ich... Jo. Ein bisschen Branches, aber nicht mehr allzu viel. Hm. Gut, da haben wir hier eh gesagt, wir holzen die ab, damit wir hier neu bauen ansehen können. Das ist schon ganz okay. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir gehen auf die Suche nach Kräutern. Und die Landschaft macht es uns hier ein bisschen leichter, weil wir uns mit dem Hang hier, mit dem Hügelrücken, hier ganz gut orientieren können. Und die sind hier noch in Reichweite. Also holen wir uns da mal ein paar. Es müssen jetzt nicht so viele sein, aber ich denke mal mit 5. Hier sind jede Menge, also insofern, aber die Sapiens müssen ziemlich weit laufen. Also ich würde es jetzt hier nicht übertreiben. Und nehmen mal 5 mit. Mit 5 können wir schon ganz gut starten. Die Turmeric haben wir hier 2. Das ist auch super. Und auch die können noch hier geerntet werden. Oh, da ist ein Mammut. Alles klar. 1 oder mehrere? 1. Okay, mal schauen, wo das hinzieht. Ja, es kann es nicht. Wir müssen natürlich jetzt auch aufpassen. Ja. Der Abstand hier zu unseren Dingen ist noch okay, aber hier haben wir Beetroots, die hätte ich auch gerne, die sind auch noch in Reichweite, aber die lassen wir mal lieber, weil das wird hier sonst den Weg des Mammuts kreuzen und das ist vielleicht keine gute Idee. Vorerst, und dann gehen wir hier mal dieselbe Strecke ein bisschen versetzt zurück und schauen, ob wir hier noch andere Blumen finden. Sprich Kräuter, da sind sie schon und holen die Dinger. Okay, da können wir jetzt gleich einen Abstecher machen und können die gleich pflanzen. Weil je schneller die gepflanzt sind, umso schneller wachsen sie natürlich. ja, einfacher Zusammenhang. So, die Frage ist, wo machen wir unseren kleinen Kräutergarten? Und ich würde sagen, wir füllen hier mal und wir sagen, wir wollen nur mit Rich Soil füllen. Set, füll hier bitte mal auf. Und ich würde sagen, wir legen den Kräutergarten hier an und wir müssten eigentlich das da schon, genau, und die Turmeric haben sie auch schon geerntet, sehr gut. So, das heißt, wir können hier 5 pflanzen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann machen wir auch gleich die 2 Turmeric. Die setzen wir ein bisschen ab. Also wir können da mit dem Wald, das habe ich jetzt hier ein bisschen neu gepflanzt. Okay, der Boden ist gut. Würde ich die ein bisschen absetzen hier. 1, 2, okay. So, und dann suchen wir weiter.
Dann suchen wir hier weiter. Da hinten ist unser Mammut. Okay. Es regnet wieder. Okay. Irgendwie, ich weiß nicht, regnet es ein bisschen viel, finde ich. Also, ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr dann eine Meinung dazu habt. Aber jetzt haben wir hier die Beetroots und da ist kein Mammut weit und breit. Das heißt, ich würde sagen, wir holen uns die. Und da holen wir uns. Ja, tatsächlich, im Moment brauchen wir nicht wirklich dringend Essen. Wir holen uns auch mal 5. Das 6. lassen wir hier stehen. Wir holen uns mal 5. 5 ist eine runde Zahl. Okay. Hier sind noch mehr. Okay. Ja. Also da hätten wir noch Nachschub, falls wir die brauchen. Gut. Das Problem ist mit den Kräutern und den Blumen, dass man die zum Teil wirklich schwer sieht. Vor allem jetzt, wenn es so regnet und ein bisschen trüb ist. Und wenn wir hier mal kurz testen, ja, das wäre sogar noch in Reichweite. Aber es kann jetzt auch daran liegen, dass hier wahrscheinlich Sapiens rauslaufen, um die Blumen hier, die Dinger zu holen. Das heißt, die Reichweite ist jetzt im Moment ein bisschen weiter, als sie normalerweise ist, weil hier Sapiens rauslaufen, um die Beetroots zu holen. Und das erweitert natürlich unseren Aktionsradius in die Richtung. Also ich weiß nicht, ob das jeder von euch schon weiß, aber es ist so, man kann nicht beliebig weit laufen. Irgendwann kommt man sozusagen an so eine Grenze, wo es heißt, hier geht es nicht weiter. Dann läuft man so gegen eine unsichtbare Wand, so ein bisschen, ne? Ah, hier sind die Raspberries und die holen wir uns doch auch ein paar. Ich meine, jetzt, heute ist Ernte, die Erntefolge, würde ich sagen. Nicht zu viel. Ein Firelighting Skill, das ist super. Und dann läuft man gegen so eine unsichtbare Wand und kommt immer weiter. Und dann heißt es eben, okay, du musst dir ein Sapien holen. Und das ist tatsächlich so, dass um sozusagen den nächsten Sapien in der Richtung, den man hat, von dem weg gemessen, eine bestimmte Strecke, ist sozusagen die Distanz, die man hier sich bewegen kann. Und wenn ich natürlich in die Richtung einen Sapien mir hole, sage, geh mal hier bitte hier mit mir raus, dann ist dieser Sapien sozusagen erweitert meinen Aktionsradius auf die Art und Weise. Das wird dann nur ein bisschen problematisch. Hier haben wir Ginger, super. Den wollen wir auch. Den wollen wir auch, definitiv. Und der erhöht meinen Aktionsradius. Es können auch mehrere sein, natürlich. Aber es kann auch sein, dass der sozusagen, das ist wie so eine Blase, das heißt, wenn die maximale Entfernung sozusagen zum Dorf abreißt, also wenn ich mit dem jetzt wirklich weit, weit rausgehe, dann reißt natürlich, dann entsteht sozusagen zwischen dem Aktionsbereich, den dieser Sapien definiert und dem Aktionsbereich, den die Sapiens im Dorf generieren, da entsteht sozusagen eine Lücke. Das heißt, ich habe dann das Problem, dass ich diese Gap, diese Lücke, die kann ich dann nicht überwinden. Ne? So einfach. Das heißt, ich laufe dann wieder von meinem Sapien, der mich begleitet, zurück zum Dorf und komme dann irgendwann aber auch nicht weiter. Jedenfalls war es in der Vergangenheit so. Oh, da haben wir Knoblauch. Hier haben wir Knoblauch, Garlic, den wollen wir natürlich auch. Also wir geben hier jetzt einiges in Auftrag. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viel. Aber die laufen schon hier raus. Also die Sapiens sind eh fleißig. Und mit 10 oder so, wie die wir jetzt ja schon haben im Moment, können wir das auch ganz gut schon verteilen. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt hier auch gleich an. Genau, wir bauen hier gleich an, weil da haben wir die Beetroots. Und da haben wir 5. Genau, dann nehmen wir die Beetroots. Und ich würde sagen, wir pflanzen hier vielleicht ein kleines Beetroot-Feld. 4, 5. Okay.
Beetroots. Und was können wir noch pflanzen? Wir können mittlerweile auch Raspberries pflanzen. Das machen wir aber hier oben. Da haben wir unser Ding. Und dann schließen wir die doch hier an. Würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 ist immer so eine Sache, die ich als erstes mal so mache für den Start. Dann haben wir hier den Ginger. Ich glaube, da haben wir 2. Die Pflanze hier, das ist schon gepflanzt. Das geht ja super schnell. Das geht ja wirklich super schnell. Da machen wir hier daneben denn die Turmeric, machen wir die Ginger. Okay, und was haben wir noch? Turmeric haben wir, Ginger, Bamboo, das haben wir, Aloe. Ja, unser Wheat. Genau, das Getreide. Und das ist jetzt die Frage, wo pflanzen wir das? Jetzt haben wir natürlich im Moment noch keine Rücksicht auf. Ich würde sagen, das pflanzen wir hier. 1, 2, ich weiß gar nicht, wie viel ich da gepflanzt. 3, 4, 5, 6. Ich glaube, 6 reicht mal. Und dann schauen wir, wie viel tatsächlich überbleibt. Was ist hier das Problem? Needs one ginger root. Okay, die kommt noch, die Wurzel. Okay, so. Also da haben wir jetzt schon mal ganz, achso, Garlic, unseren Knoblauch. Wo pflanzen wir denn den? Den sollten wir hier pflanzen, denke ich. Ah, den haben die noch nicht geerntet, deswegen können wir den noch nicht pflanzen. Den haben die noch nicht gefunden. Okay, das kommt aber auch. Hier machen wir mal das Gras weg. Was ist das? Bambusid, okay. What's in a few days? Ich glaube nicht, dass wir den dringend brauchen. Also Knoblauch, die 2 dürfen wir nicht vergessen zu pflanzen, die wir da gefunden haben. Und da hinten, wenn da noch keine Mammuts sind, dann holen wir uns auch gleich diese Elderberries. Und ich denke, die sind auch in Reichweite. Da ist nochmal Getreide, aber ich glaube, die 5 oder 6, die wir jetzt haben, die reichen uns erstmal. Und damit haben wir schon mal eine ganze Menge an Kräutern und für die Ding. Und jetzt holen wir uns hier, was ist da der nächste Strauch? Eigentlich egal. Wir holen uns den hier und vielleicht den. Okay. Und da drüben sind noch mehr Blumen, sehe ich gerade. Haben wir die? Completely healed, okay. Das ist eine Turmeric, die braucht man nicht mehr. Und die Aloe, gibt es ja auch jede Menge, die brauchen wir auch nicht mehr. Also, es ist gut, wenn wir sie hier haben, für Notfälle oder wie auch immer. Aber ich würde sie gerne dann natürlich am Lager züchten, weil wir dann nicht diese weiten Wege haben. Ne? So, und jetzt schauen wir noch mal hier ein bisschen hoch den Hang. Weil die wachsen manchmal auch, da darf man sich nicht täuschen lassen, die Kräuter wachsen hier manchmal auch auf sandigem Boden. Das ist also nicht so, dass die nur auf Erde wachsen, sondern die wachsen überall, also auch am Strand, also am Wasserrand und so weiter, am Ufer, im sandigen Boden. Das ist ganz unterschiedlich. Also da macht es tatsächlich Sinn, dass man wirklich sucht, so ein bisschen. Da liegt noch Zinn, ist das Zinn? Ja, das ist Zinn, da liegen Zinnbrocken rum, okay. Also ein bisschen weit und wir haben das eh direkt vor der Haustür. Wir haben da Sonnenblumen, die können wir irgendwann dann auch mal holen. So, da unten ist das Dorf. Dann gehen wir doch mal hier oben auf diesen Vorsprung, weil ich glaube, ich habe da mal, als wir die Mammuts da verfolgt haben oder uns angeschaut haben, da oben sind nochmal Alpakas, habe ich auch hier oben Blumen gesehen. Ah, jetzt haben wir hier jede Menge Alpakas. Okay. Und wir müssten so ein bisschen schauen, wir peilen mal in die Richtung, wo unser Mammut geblieben ist, aber das ist nicht Richtung Lager gezogen. Okay.
Also es ist so ein, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Hier ist jede Menge. Ah, oh, okay. Hier ist ein Alpaka. Rots in a few days. Wir können mal schauen, ob wir das noch holen können. Vielleicht können wir das noch holen. Und hier hätten wir auch noch mal na, rote Rüben auf Deutsch. Jetzt fällt mir da ein englischer Ausdruck. Ne? Beetroots. Hier haben wir nochmal Beetroots. Na, das waren, glaube ich, die Beetroots, die ich hier oben gesehen habe. Das habe ich ganz vergessen. Und die Orange. Ja, Orange Tree. Das holen wir uns doch auch. Was uns jetzt fehlt, was uns hier fehlt, ist Marigold. Auf jeden Fall, was ich so im Hinterkopf habe. Marigold. Die brauchen wir für die Virusmedizin. Brauchen wir Marigold. Das heißt, da müssen. Da, hier. Nee, das ist nicht Marigold, sondern Echinacea. Und die können wir aber auch gut brauchen. Die können wir echt auch gut brauchen. Okay, für die Virusmedizin ist, glaube ich, sogar Echinacea. Echinacea und Knoblauch und irgendwas Drittes noch. Die Elderberries, glaube ich. Bin nicht ganz sicher. Aber das werden wir eh gleich erforschen. Da ist noch mehr Echinacea. Super. Haben wir das noch im Zugriff? Ja, das haben wir noch im Zugriff. Vielleicht ich irgendwie über den Eindruck, der Radius der Sapiens hat sich auch ein bisschen erweitert. Ich habe irgendwie das Gefühl, früher ging das nicht so weit. Das geht mittlerweile weiter. Das ist nur so ein Gefühl, ich weiß es nicht. Aber täuscht vielleicht auch, weil die Landschaft hier jetzt ein bisschen anders ist. Wir können ja mal schnell testen hier. Ja, hier ist gelb. Wenn die Sachen, wenn man die hier so markiert, so gelb umrandet sind, dann sind die out of reach. Das heißt, dann gibt es im Moment kein Sapien in der Nähe. Das heißt, ja. Ich kann die zwar markieren, aber das interessiert niemanden. Bis so lange, bis jemand zufällig mal in die Richtung läuft, dann nimmt er das dann plötzlich wahr, ne? Wenn das in seinen Aktionsradius reinkommt. Und dann tut er da was, aber das tue ich also eher nicht. Deswegen markiere ich dann nicht irgendwelche Sachen außerhalb des Radiuses, weil das dann eben zu seltsamem Verhalten führt, ne? Wenn dann irgendwelche Sapiens plötzlich rumlaufen und irgendwo in die Gegend laufen und man weiß gar nicht, wieso läuft der jetzt dahin. Und in Wirklichkeit hat der da irgendwas gespottet, was wir irgendwann da mal markiert haben und versucht es zu holen. Ne? So, der läuft schon los und holt irgendwas und wir checken nochmal ganz kurz, was wir hier inzwischen haben und anbauen können. Nochmal. Da liegt schon das Getreide zum Pflanzen. Naja, jede Menge. Die Elderberries sind schon da. Super. Und ich weiß nicht, wie viele das sind, aber wir pflanzen sie mal. Puh. Wir pflanzen sie auch mal hier. Direkt am Lager. Die hätte ich gerne in der Nähe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10, also auch da 10. Und dann schauen wir mal, wie weit es reicht. Und was haben wir jetzt noch? Die Beetroots, die werden schon gepflanzt. Die Ginger haben wir schon, die Turmerics haben wir, Flax haben wir. Orange Tree. Okay, die brauchen wir auch. Da bin ich jetzt mal ein bisschen zurückhaltender und sag mal, ich pflanze mal 3, weil das ist jetzt auch nicht wichtig, dass wir gleich so viele haben. Und die Raspberries haben wir schon gepflanzt, richtig? Ja, die haben wir schon und die liegen auch schon da. Okay, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Ginger. Garlic. Garlic brauchen wir noch. Unseren. Genau. Oder ist das eh der? Nee, das sind Ginger. Das ist Ginger. Ah, da drüben. Nee, das ist Turmeric. Ah, genau, dann pflanzen wir. Wir machen mal hier nochmal das Gras weg. Und Garlic. Eins, zwei.
Okay. Da ist noch meine Ginger Root. Haben wir da drei? Okay, dann pflanzen wir da noch meinen Ginger. Je mehr, umso besser. Drei. Okay. So. Habe ich jetzt. Ich habe Pause gedrückt versehentlich. Okay. So, was haben wir hier noch rumliegen, damit hier nichts verrottet? Bambus müssen wir gleich pflanzen. Hier ist noch ein. Da haben wir noch Raspberries. Da kann man also noch zwei pflanzen. Ne? Ja, wir pflanzen sie noch. Egal. So, dann haben wir hier noch einen Flachs. Das könnte man natürlich auch noch machen. Kraft einen Flachs, den brauchen wir auch. Dann haben wir die beiden Knoblauch, die haben wir aber hier schon gepflanzt. Oh. Stone Hand Axe. Wir brauchen wieder ein Pflanztool. Wie schaut es denn mit Steinen aus? Nicht so gut. Okay, wir machen mal hier zwei kleine Steine. Craft. Und wir machen hier mal eine Stone Hand Axe. Und da machen wir fünf am besten. Oder sechs. Damit wir ein bisschen Vorrat haben. Und genau, haben wir hier jetzt denn schon irgendwo Stämme? Nein, weil die da hinten immer noch nicht abgeholzt sind. Das ist der Nachteil mit dem, in Anführungszeichen, ist nicht wirklich ein echter Nachteil. Muss ich also, ne, darf ich nicht meckern. Aber durch die neue Priorisierung, die schon von vornherein stattfindet mit den Sachen hier. Okay. Das sind 3, 6, wenn ich es richtig zähle. Und hier haben wir nochmal 3, 6. Okay. Und warum holt ihr die nicht? No matching empty storage. Okay, mach mich nicht schwach. Okay, unser Speicher ist zu klein. Das heißt, da haben wir keinen freien Speicherplatz mehr. Was ist mit dem? Accept all. Kann ich doch sagen, ich nehme Elderberries, aber ich würde die eh lieber drinnen speichern. Hier, da, nee, da ist das Fleisch. Da ist noch ein Ginger. Hier kannst du es hin tun. Tu mal die Elderberries hier. So, jetzt haben die hier schon reingelegt, ne? Das ist eine Orange. Die pflanzt da. Okay, das ist ja super. Okay, jetzt haben wir hier die Elderberries. Da müssten die da hinten eigentlich grün sein, richtig? Ah, oder es ist doch zu weit. Oder es ist doch zu weit. Okay, dann müssen wir hier einen kleinen Trick machen. Dann müssen wir hier sagen, okay, bau hier eine Storage Area. Weil jetzt... Genau, jetzt räumen sie die in diesen Speicher hier. Und jetzt können wir hier sagen, okay, wir legen einen neuen Pfad an, einen Transportweg. Und ja, der Nachteil von dem Hügel ist, dass eben der Schatten relativ schnell reinfällt. Ne? Dann wird es schnell dunkel hier. Das ist ein bisschen der Nachteil. Und wir pflanzen das hier hin. Und das ist meine Elderberry-Route. Und dann sage ich Return. Geh so lange und hol die neue, bis die erledigt sind. Und wenn alles geholt hast, dann lösche die Route. Dann ist die gleich wieder weg. Wenn man... hoppsa, sorry. Wenn man in sehr unübersichtlichem Gelände ist, also zum Beispiel im Wald, tief im Wald, und man findet solche Sachen... schlecht, ne? Also dass die Elderberries da sind und ich möchte da irgendwann nochmal hin, dann kann man dann würde ich den Pfad stehen lassen, weil dann kann man hier über die Route jederzeit sagen,
führe mich dahin. Man kann dann sagen, zack, und dann bin ich an der Stelle. Das heißt, über die Schiene kann ich das Zeug wieder finden. Und da sind die vier Elderberries, das heißt, der hat schon zwei, die haben jetzt hier schon zwei, sind dabei, zwei ins Lager zurückzutragen. Das ist super, okay. Und hier haben wir noch Getreide, wir haben noch Kürbisse, aber brauchen wir im Moment nicht. Die Sonnenblumen holen wir uns irgendwann, weil ich weiß nicht, ob die mittlerweile irgendeine Funktion haben, aber bisher hatten sie keine. Und und dann ist hier jetzt unser Ding in der Auftragsliste nachgerückt. Und da oben sind schon welche. Der läuft. Moving towards home. Ja, ist das okay? Delivering an Echinacea Flower to Storage Area. Okay, das heißt, die Echinacea sind jetzt auch geerntet. Die können wir natürlich dann auch pflanzen. Und das sollten wir dann auch tun. Und ich glaube, das waren fünf. Die würde ich tatsächlich hier pflanzen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann schauen wir mal, was da überbleibt. Ah, da haben wir jetzt einen anderen Stamm. Den wollen wir natürlich sofort rekrutieren. Aber ich sehe da wieder nichts. Der scheint alleine zu sein. Aber hier ist noch eine Blume, oder? Ah, das ist eine Aloe. Die haben wir schon. Okay. Dann schauen wir mal, ob er hier rekrutiert wird und ob er tatsächlich alleine ist. Ja, da kommt schon unser Diplomat. Diplomatin, die Kleine. Okay. Super. Was uns wieder mal daran erinnert, wir müssen schauen, wie viel haben wir? 17, 18. Und wie viele Betten haben wir? Wir haben hier 2, 4, 6, 12. Eigentlich könnte ich mir das mal merken, ne? 12 und hier haben wir 4 und 8, wir haben 20. 12 und 8, ja, 20. Ja, und dann haben wir noch Luft, ist also kein Problem. Also er ist einverstanden, er kommt zu uns in den Stamm, super, und er war alleine, leider. Okay. So, wir schauen mal kurz, ob's, wie ist, er ist nass, er ist tired und er hat Gnalien, hat kleinere Dinger. Da ist jemand hungrig und nass. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wenn sie zu regnet und die nass sind, dann, ja, jetzt haben wir hier die. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal die Hühnchen hier wegarbeiten. Das sind 8 Chicken. Und ich denke, wir sollten da mal 4 mindestens verarbeiten. Sind eine Pillen sind. Die Hälfte. Ah, und wir haben kein Messer. Und da müssen wir jetzt unbedingt das Stone Knife. Mach mal 1. Oder 2. Sind eine Pillen sind. Toki. Und dann mach hier mal bitte Knochenmesser. Und mach da mal mehr gleich, 15, ja. Weil die Messer, die brauchen wir immer zum Zerlegen der Tiere. Und das ist blöd, wenn wir da tatsächlich mal in einen Engpass laufen und es muss schnell gehen und wir haben keine Messer, dann ist das wirklich blöd. Dann ist es wirklich blöd. So, das heißt, wir können hier... Wir haben jetzt 4 Hühnchen mit 4, wir kriegen also 16 Stück Fleisch und das sollten wir dann auch gleich braten. Okay, nein, 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 du solltest da nicht schlafen, das ist keine gute Idee. Geh mal hier hin bitte. Und da oben ist noch jemand, was tust du da? Ah, nein, jetzt habe ich wieder... die in die falsche Richtung geschickt. Ich vergesse da immer Escape zu drücken, um den Befehl abzuschließen. So, und was ist mit dir? Was machst du hier eigentlich? Du sitzt hier und wartest. Okay. Das ist keine gute Idee, wenn es dunkel wird.
Dann schickt man dich jetzt auch schon mal heim. Geh mal auch hier hin, damit du dir ein Bett suchen kannst. Und die kommen alle. Das ist okay. Wo geht ihr noch hin? Elderberries holen. Elderberry for planting. Ja. Ja. Transfer route. Nein, du schaffst es nicht mehr. Das ist zwar sehr löblich, dass du dich noch auf den Weg machen willst, aber das ist schon zu spät. Das kriegst du nicht mehr gebacken. Geh mal hier hin. Und was ist mit dir? Fetching a small marble rock. Crafting a stone knife. Okay, den findet er vielleicht sogar hier irgendwo. Ja, da liegt er. So, wo kommt unser versprengte Ding hier? Was tust du? Du läufst. Aber ganz langsam, ne? Ja, das ist schon ein bisschen schwierig hier. Weil es dunkel ist. Da haben wir jetzt auch keine Fackeln und nichts, kein Weg. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das sind hier noch die letzten Echinacea wahrscheinlich, oder? Ja. Die waren sehr weit weg. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem immer. Aber das, da war ich ein bisschen zu spät dran, als die Nacht schon hereingebrochen ist. Aber okay, wir helfen ihr den Weg zu finden. Das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Und ich glaube, die Nacht bricht auch endgültig erst herein, wenn die letzte schlafen geht. Also insofern passt es schon noch. Es ist noch eine ganze Strecke hier zu laufen auf jeden Fall. Aber keine Gefahr erstmal hier. Ich suche nur so ein bisschen den einfachsten Weg. den kürzesten darunter. Ja, jetzt wird sie natürlich schon müde, die Miva. Dann wird sie noch langsamer. Das ist ein bisschen... Tut mir leid, dass sie da nochmal jetzt ein bisschen leiden muss, die Arme. Aber dafür wird sie... Und jetzt machen wir hier vielleicht ein bisschen Abkürzung, indem wir sie hier hinschicken. Ja, die anderen schlafen schon alle. Aber wir haben jetzt noch ein Bett frei, oder? Ja. Wir haben noch zwei Betten frei hier. Müsste hier auch noch eins frei sein. Ja, genau. Jo. So, da hinten kommt sie. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich will sie nicht auf der Wiese schlafen lassen, die Gute. Das ist ein bisschen blöd. Das ist immer mein Ehrgeiz, am Ende des Tages wirklich alle Sapiens dann im Bett zu haben, in Anführungszeichen, unter Dach im Bett. Weil die Sache ist die, wenn die, und jetzt können wir sie getrost direkt hierher schicken und dann kann sie sich das Bett selber suchen. Wir schicken sie mal hier hin, weil dann kann sie noch was, dann kann sie vielleicht noch was essen. Wenn sie Hunger hat. Ich denke, sie wird Hunger haben. Und hier liegt auch Essen. Dachte ich jedenfalls. Oh, liegt nicht. Das ist natürlich nicht gut. Okay, das heißt, wenn du Hunger hast, wird sie nichts mehr zu essen finden. Leider, 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 weil die sind nicht mehr gebraten worden, die Sachen. Okay. Na, dann brauchst du auch nicht hier hingehen, sondern dann kannst du hier hingehen. Dann schicken wir dich mal hier hin. Dann kannst du hier gleich ins Bett gehen, wenn du willst. Oder
Ja, weil Essen ist nicht mehr, leider. Leider, leider, leider. Zum Essen haben wir jetzt nichts mehr. Wir haben auch keine Gooseberries mehr, die sie schnell ernten könnte. Aber immerhin sind 4 Elderberries schon gepflanzt. Das ist ja schon mal super. Ja. Und was ist da das Problem? Not enough light. Okay. Ja, jetzt ist sie schon natürlich ziemlich ja, müde, müde und sie will ausruhen. Sie hat noch nicht einmal groß Hunger. Also ich denke, sie wird es jetzt gleich schlafen legen. Ja, da geht sie rein. Okay. Super. So, das war der Tag. Ich würde sagen, der Tag, des Gärtners, Tag des Gärtners. Wir haben jede Menge Kräuter gesammelt und wir können schon die eine oder andere, die Echinacea fehlen uns noch. Hier der Knoblauch ist schon klar. Also sobald die jetzt reif sind, vermehren wir die erstmal. Die würde ich also noch nicht verbrauchen, sondern erstmal vermehren. Hier ist Getreide, ist gepflanzt, super. Da haben wir sogar, ist das noch ein Getreide? Ja, das ist noch ein Getreide. Das heißt, wir können noch ein Getreide pflanzen. Wir vermehren die erstmal, wenn möglich, damit wir einen Bestand haben von 30, 50 pro Pflanze. Und dann haben wir erstmal genügend. Dann müssen wir natürlich die Medizin erforschen und wir müssen als nächstes natürlich den Ton erforschen. Das müssen wir jetzt auch gleich machen. Das machen wir hier. Wir sagen, erforscht mal bitte den Ton. Okay, und die Pona is now on the diet. Also die können wir auch für Arbeit einteilen. Und wenn wir hier mal schauen, wir haben jetzt 18 Erwachsene. Oder 18 Stammesmitglieder. 14 Erwachsene und 4 Kinder. Das ist super. Das ist schon super. Und ja, ich glaube, da können wir uns langsam sehen lassen mit dem Dorf. Also es wächst und gedeiht. Und als nächstes würde ich dann nochmal Erde holen. Also wenn wir jetzt die Bäume haben, Holz haben, als nächstes Ton, wir brauchen Schüsselchen, Medizin. Medizin ist wichtig. Und dann graben wir nochmal Erde ab. Im größeren Stil da hinten und dann legen wir Wege an, weil die Sapiens tatsächlich deutlich, deutlich schneller sind, wenn sie über Wege laufen und auch nicht so schnell müde werden. Das heißt, dann legen wir hier schon mal Wege an, damit die nicht so schnell müde werden. Das ist eine gute Sache und sieht auch ein bisschen besser aus, gibt dem Dorf dann auch so ein bisschen Struktur schon mit den verschiedenen Wegen und dann können wir langsam, also wir müssen mal schauen, wie es mit Medizin ausschaut. Wir brauchen Medizin gegen Verbrennung. Da haben wir Aloe. Ich weiß nicht, ob wir da alle Kräuter schon haben. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Wir brauchen Medizin gegen Virus und wir brauchen Medizin gegen Verletzung. Und das dritte war, glaube ich, Medizin gegen Fleischvergiftung. Aber das können wir vermeiden, indem wir das Fleisch strikt getrennt lagern. Das rohe Fleisch und das gebratene Fleisch getrennt voneinander lagern. Damit können wir das verhindern. Das passiert nur, diese Fleischvergiftung, wenn das irgendwie gemeinsam gelagert wird, dann verdirbt sozusagen das gebratene Fleisch dadurch, dass man es mit dem rohen Fleisch zusammengelagert hat. Also das kann man verhindern. Das heißt, wir brauchen diese drei Medizin. Und wenn wir die haben, sind wir da schon mal safe. Und dann können wir hier langsam beginnen, mal Steine abzubauen und vor allem das Erz hier, das Kupfer und das Zinn hier. Und dann können wir nämlich Metallwerkzeuge bauen und mit Metallwerkzeugen können wir uns Steine, richtige Quadersteine rauskloppen. Nicht so wie hier, dass wir also so Brocken kriegen, die wir dann zu Faustkeilen verarbeiten, sondern tatsächlich eben Quader, mit denen wir Mauern bauen können. Und wenn unser Wald hier mal ein bisschen hochkommt, das dauert noch ein bisschen, die brauchen immer ziemlich lang, die Trees, bis die wachsen.
Dann können wir tatsächlich auch Bretter machen und dann können wir anfangen, unser Dorf langsam so ein bisschen zu befestigen, dass wir sicher sind. Ja, also dann würde ich sagen, wir beschließen mal das für heute. Wir sind ein ganzes Stück weitergekommen, das geht wirklich flugs jetzt. Ich finde, diese neue Arbeitspriorisierung, die macht echt Sinn. Das bringt es wirklich nochmal. Es macht einem das Leben nicht schwerer, sondern leichter. Das ist ja schon mal was. Und ja, dann freue ich mich jetzt wirklich schon, wenn wir tatsächlich die Werkzeuge dann haben und richtig loslegen können zu bauen. Das ist eine Sache, die dann Spaß macht, hier so wirklich unser Dorf aufzubauen. Okay. Dann hoffe, es hat euch gefallen. Ruhige, entspannte Folge. Sapiens ist eher ein ruhiges Spiel. Das gefällt mir. Kann man entspannt so ein bisschen planen und bauen und tun und gestalten, ohne dass man jetzt irgendwie immer Action hinten hat. Das ist auch ganz nett. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hilft dem Kanal, freut mich. Und wenn ihr neu seid und nichts verpassen wollt, dann gerne auch ein Abo. Freut mich natürlich auch. Und dann ganz besonders freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.